Guten Morgen. Heute wird ein ganz ruhiger, chilliger Tag und somit auch Vlog. So, ich versuche euch mal gerade so hinzustellen, ja, dass es bleibt. Ich habe heute Bettruhe, in Anführungsstrichen. Das war ein Morgen wieder. Also ich bin seit 5 Uhr wach und hab dann hier so die Brote gemacht für die Männer morgens, also für Schule und für Arbeit, für Bernd, so wie ich das immer halt mache. Und dann habe ich gemerkt, wie mein Blutdruck runtergegangen ist. Ihr wisst, ich habe oft mit niedrigem Blutdruck zu kämpfen. Ja, ich habe mich dann hingesetzt und so. Ich habe dann halt das Gefühl, dass mein Herz ganz laut und stark hier so klopft. Der Puls geht ja dann hoch, wenn der Blutdruck so runtergeht. Smurfy, ja, du passt auf, ne? Ja, ich habe mir hier gerade so ein Salami-Brot gemacht, da kommt er dann immer gucken, das riecht sehr lecker. Jedenfalls habe ich mich dann hingesetzt und Bernd sagte dann, ja, miss mal Blutdruck, dann habe ich Blutdruck gemessen und der war, oh, Etty, aua, 85 zu, ich weiß nicht mehr, 60 oder so, also richtig niedrig. Und ja, weil Bernd halt arbeiten muss, der wäre am liebsten hier geblieben oder hätte mich mitgenommen, aber was soll ich mich da im Laden hinsetzen? Hat er halt gesagt, ich soll viel auf dem Sofa sitzen und liegen, dass mir nichts passieren kann. Ja, das mache ich jetzt. Ich wollte heute Nachmittag, wenn Calvino von der Schule kommt, eigentlich mit ihm ein Lebkuchenhaus zusammen puzzeln. Also wir haben so einen fertigen Satz gekauft. Früher habe ich das selber alles ausgeschnitten und gebacken und so. Und das ist oft krumm und schief geworden. Das war sehr individuell. Aber diesmal haben wir dann so einen fertigen Satz gekauft. Das ist schon vor anderthalb Wochen oder so habe ich das gekauft. Wir haben es noch nicht geschafft. Irgendwie ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Ja, und jetzt habe ich halt Hunger bekommen. Habe mir, wie gesagt, ein Salamibrot gemacht. Ein Tee. Zeige ich euch. Ich habe diesmal Waldfrucht. So ein günstiger auch. Nicht Smurfy, ist heiß. Hör mal auf. Von Aldi. Hör mal auf. Ach, es fokussiert gerade nicht. Es ist aber Waldfrüchte von Aldi in meiner ganz alten Weihnachtstasse. Und ich habe mir aber auch direkt ein Eiswasser mitgenommen, weil ich jetzt direkt Durst habe und der Tee ist noch heiß und muss ziehen. Boah, ich habe dann immer das Gefühl, dass ich so Beklemmungen in der Brust habe. Jetzt ist das wieder so dunkel. Ach, wenn ihr den sehen könntet hier, ne? Du bist so süß. Ja, ich habe dann halt immer das Gefühl, dass ich so Beklemmungen in der Brust bekomme, so wie Atemnot. Vielleicht auch einfach Angst, dass ich umkippe oder so. Aber ich kenne ja das Gefühl, ich weiß, wenn ich umkippe, dann würde ich mich ja direkt auf den Boden setzen. Und wenn ich dann halt ohnmächtig werde, dann lege ich mich halt einfach hin und wache irgendwann auf. Erst Murphy würde ja auch kommen bestimmt und mir durchs Gesicht lecken. Und dass ich halt nicht auf den Bauch falle. Naja, ich versuche halt heute viel mich zu schonen. Nachher ist ja auch Calvino da. Der kann ja dann auch, wenn irgendwas sein sollte, wen anrufen. Und das Lebkuchenhaus, das kann ich ja im Sitzen mit ihm machen, am Küchentisch. Und ja, ich habe mir übrigens einen Brotbackautomat bestellt. Ich habe euch erzählt, dass ich einen hatte und der ist leider weg, weil der war Schimmel. In Zeit von der Trommel da, wo das Brotteigzeug gemischt wird. Und deswegen haben wir den entsorgt. Und jetzt habe ich wochenlang überlegt, soll ich nicht, soll ich mir einen holen, soll ich nicht. Bernd war letzte Woche in Dortmund, Weihnachtsgeschenke wollte er kaufen mit Calvino. Ging nicht, weil es total überfüllt war, trotz Lockdown. Dann sind die wieder umgedreht und der hat keinen mitgebracht, keinen Brotbackautomat. Und den ich mir ausgesucht habe, weil wir echt viel Brot essen zurzeit. Weil wir ja morgens Brote essen und abends jetzt auch Abendbrot. Früher haben wir zweimal am Tag warm gegessen. Hatte ich mir einen ausgesucht mit 1,2 Kilo Fassungsvermögen. Und der hat 100 Euro gekostet. Und deswegen habe ich so mit mir gehadert, weil 100 Euro, brauche ich das wirklich? Entschuldigung. Und ja, brauche ich das wirklich? Und dann haben wir halt jetzt mehrfach Pizza gemacht
Und brauchten halt auch den Teig und sowas macht ja eine Brotbackmaschine auch. Die hat ja dann die Knethaken und man kann einfach Teig drin zubereiten. Also der lässt den Hefeteig gehen, der knetet den, der lässt den wieder gehen und sowas alles. Oder einfach einen Rührkuchenteig kann man auch da drin machen. Also voll toll. Und ich habe den immer gerne benutzt, den Brotbackautomat. Also habe ich dann im Internet geguckt und so. Und dann habe ich tatsächlich einen gefunden, der sogar noch mehr Fassungsvermögen hat. Also 1,5 Kilo Teig. Brot backt mit zwei Knethaken und der 40 € günstiger ist. Und dann mit Bernd ne hin und her. Also er hat gesagt, ja, bestell den, ne, wenn er was taugt. Ich sage, ja, was taugt, weiß man nie, ne? Wenn er jetzt 5, 6 Jahre hält, ist doch super für 60 € oder so, ne? Nur weil er halt günstiger ist, heißt ja nicht, dass er schlecht ist. Ja, und dann haben wir den bestellt und er müsste jetzt die Tage kommen. Vielleicht heute, vielleicht morgen, man weiß es nicht. Da freue ich mich richtig drauf, dass wir uns dazu entschlossen haben. Oder ich, dass ich mir den bestellt habe. Kann ich endlich Brot backen. Yay! Gut, ich nehme euch wie immer mit durch den Tag. Und wir werden heute ab und zu mal Blutdruck messen. Bernd hat dann auch gemessen. Hier 85, 67 und Puls war 96. Sehe ich das richtig? Ja, der geht dann halt hoch, ne? Ja. Also, das wird heute unsere Aufgabe sein. Einmal Musik ausmachen und den Staubi ausmachen. Calvino und Bernd sind auf dem Weg. Die wollen noch eben Holz holen und kommen jetzt. Sind die schon da? Nein, die kommen jetzt. Doch. Warte nur. Ich höre sie doch. Ja, ich mache mal eben die Tür auf. Hallo, jetzt geh Hallo sagen. Nudeln, die Soße von gestern und Fleischbällchen gibt es heute dabei. Hallo, wie war euer Tag? Schön. Schön? Ja, das ist schön. Er wartet auf die Dinge, die da kommen. Ich habe hier wieder einen Riesenberg Wäsche gewaschen. Das sind alles Sachen, die noch in der Säcke waren vom Umzug. Die wollte ich jetzt mal falten. Also zumindest schon mal anfangen zu falten. Denn Calvino ist jetzt gerade oben und packt seinen Tornister für morgen. Wegen Corona, also es ist jetzt schon total lange, dass die... die Schulsachen, also normal lassen die alles in der Schule und dann haben die so einen leichteren Tornister, aber wegen Corona und Angst wegen Lockdown und so müssen die Kinder alle Schulsachen mit nach Hause nehmen oder mussten und dann jeweils jeden Tag den Tornister packen für den nächsten Tag. Ja, und das macht er jetzt gerade. Und wenn er wiederkommt, wenn er runterkommt, dann gehen wir mit dem Smurfy eine Runde spazieren. Wir haben hier so eine eingezäunte Auslauffläche in der Nähe. Da gehen wir dann hin und schmeißen ihm den Ball und alles, dass er da halt mal richtig sich auswetzen kann. Und dann, wenn wir wiederkommen, wollten wir das Lebkuchenhaus basteln. Und ja, ey, nicht hör auf, das sind meine Blusen, die frisch gewaschen. Lass sie in Ruhe, Smurfy. Wir gehen gleich weiter, ne? Ja, ich war zwar auch mit ihm heute, aber ja, man merkt, dass er jetzt wetzen möchte, ne? Ja. Ja, die muss ich alle bügeln. Ich hasse bügeln. Hast ja auch bügeln. Aber das ist ja so ein Kreppstoff, ne? So muss man das bügeln, ja, ne? Kacki. Er nutzt nichts. Es wird nicht schöner, nur weil ich es lange angucke. Ich muss es bügeln. Egal. Aber ich habe überlegt, genauso wie das hier, das muss ich auch bügeln. Ja, wir gehen sofort. Dass ja in ein paar Wochen das Baby aus dem Bauch ist. Und dann passen mir ja so langsam wieder meine normalen Sachen. Nicht sofort, aber 2, 3 Monate danach bestimmt. Deswegen...
kann ich die ja schon mal so langsam vorbereiten, ne? So, es ist soweit. Smurfy hat Fresschen gekriegt. Und wir machen zwei Lebkuchen. Das wunderbare Mickey Maus Wunderhaus. Hallo, meine Freunde. Kennst du das noch? Nein. Das haben wir früher immer geguckt. Also du. Ja. Ich hab's mitgeguckt. Und du daneben gerissen. Ja, Smurfy runter. Innerlich geheult. Dann brauchen wir Eischnee. Ja, aber ich guck das nicht mehr, mir keine Sorge. Hm? Ich hab gesagt, ich guck das nicht mehr, keine Sorge. Nein, du guckst das nicht mehr. Da warst du drei oder. Ne, drei, nicht vier, so ungefähr. Ja. Ja. Hey, Etty, kann man das auch. Wow! Und das ist sogar Dekoration dabei. Die Gummibärchen. Das sind sogar die Figuren dabei. Ja, drei Stück Pluto. Und Mickey Maus und Minnie Maus. Oh, Smarties. Ja, und Gummibärchen, die essen wir ja nicht, von daher. Nein, die essen wir nicht. Aber draufkleben können wir die ja alle. Ja. Wir haben auch noch mehr Dekoration selber. Soll ich die auch rausholen? Was essen wir nämlich das Lebkuchenhaus am Ende? Wenn du möchtest, kannst du das essen. Schmeckt das nicht voll gut? Ich weiß nicht, aber ich hole noch unsere. Wir haben hier auch noch so Schmuck. Warte. Wir haben ja auch noch Glitzer. Das Glitzer, mein Glitzer, ne? Ach, Etty, du nicht. Geh mal weg. Hier, weißt du, welche ich mal, die ich mal geholt habe? Aber wo sind die? Die da. Smurfy, geh mal raus da mit deinem Schnäuzchen. Ich fand die so geil. Du neugieriges Wesen. Hier. Warte. Ja, da sind sie ja. Deswegen habe ich die mal mitgenommen. Darf ich die zeigen? Ja. Die sind so schön, ne? Ja, die hast du da mal ausgesucht. Das ist Glitzer da und das Glitzer, Perl. Das ist aus Zucker. Sterne. Und dein Smurfy muss da. So, Smurfy, komm raus jetzt. Geh mal ab auf deinen Platz. Komm, du bist gelaufen, du hast gespielt. Also ist gut jetzt. Erstmal professionell alles raus. Sollen wir das nicht im Sitzen am Tisch machen? Ich würde es jetzt hier machen, das ja, weil okay. Da kriegt alles ein. Goldene Sterne. Oh, die sind auch schön. Blaue ja. Schneeflocken. Und Herzchen. So, Arne, da ist auch noch was. Das ist schon mal gut. Smurfy, runter. Ich brauche hier mal so eine Ecke ab. Und schmeckt's? Ja. Darf ich mal riechen? Lecker. Oha. Oh ja, es riecht gut. Es schmeckt voll lecker. Das wär, ach, hier kommt dann der Eischnee rein. Was weiß ich? Ja. Dann die ganzen Teile rein. Ich muss mir noch die Hände waschen. Ganz dringend. Das fällt dir früh ein. Ach, Etty, du bist so süß. Er will mitmachen. Mit seinem Schnäuzchen. Runter. Was und was nicht. Zeit. Oder, ich habe eine andere Idee, nämlich, dass das hier so, man sieht mich, dass das hier so ist und das hier dann halt so, ach nee, das passt nicht. Nee. Hä? Das sind doch zu wenig Teile. Warte. Das hier ist der Boden. Ach, da ist die Figuren da. Ah. Irgendwie so, ja. Ja, jetzt verstehe ich. Und dann kommt das hier rein. Und das andere. Und das dahin. Und das sind die Dächer hier. So. Ah, ja. Oder? Ja, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Am meisten Sinn von. Jetzt fragen sich alle, warum haben wir Eier? Weißt du, warum wir Eier haben? Wo wir noch Eischnee. Ja, aber die hatten wir ja vorher auch schon, die Eier. Ja, wegen Smurfy? Genau. Runter. Hier, du kannst den Karton fetzen. Oh. Genau, unser Smurfy, der kriegt ab und zu Eier. So, sollen wir dann. Soll ich dir die Eier trennen? Ja, kannst du machen. Aber das kann ich auch. Möchtest du das machen? Kann ich machen. Dann brauchst du mal, da sind die Eier. Hier kannst du das Eiweiß reinmachen. Und das Eigelb. Kannst du hier reinmachen, das so? Kann der Smurfy dann. Oh. Was denn? Ja. Die Schale kannst du auch in den hier reinmachen, das frisst es. Hm. Ich kann dir auch eine andere Eischale machen für. Also, weißt du? Soll ich machen? Geht schon. Ist doch gut. Okay, plopp. Eierschale ruhig da rein. Kannst ruhig da reinmachen, ja. Die Eierschale. Ach ja, wir brauchen ja das Eiweiß.
Ja. Für Ei Schnee. Sonst haben wir ja gelben Schnee, dann sieht's ja aus. Gelber Pisterschnee. Oh, die Eischnur, boah, das ist so ekelhaft. Ey, das Eiweiß brauchen wir! Ach ja, auch. Smurfy, ab auf deinen Platz! Ich hab's gerade verwechselt. Ab auf deinen Platz! Gehst du jetzt, sonst kriegst du kein Ei. Ab! Scheiße. Nicht so rumschleudern, ja? Ja. So, Hände waschen. Scheiße. Macht nichts. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Eine Etti ist das alles. Eine Etti ist das. Aber die, jetzt haben wir nur noch zwei Eier. Und das reicht. Doch, das reicht. Eine Etti ist das. Eine Etti ist das. Ja, ich hab's ausgeschüttelt. Ja. Das reicht. Aber die mach ich jetzt bitte. Ey, 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 ey. Gehst du da runter? Ich dachte, das funktioniert. Hab ich gesehen. Gucken, ja, ob ich das noch kann. Ich habe das so viele Jahre nicht gemacht. Soll ich ihm schon mal geben? Nein. Ach ja, stimmt. Da kommt ja zwei. Oh, Etti, vier Eigelb. Ja, sag das schon. Stimmt. So, die Veganer wollen Eier trennen. Das kann ja nur daneben gehen. Aber willst du noch die Eischnur da mit dran? Das ist so ekelhaft. Ja, die essen wir doch nicht. Das haben wir früher gegessen. Ja, so, voll. Warte, das ist ein bisschen viel Eierschale, glaube ich. Ja, wir können das ja auch da reinhacken, so dass es so klein wird, ja, die Eierschale. Aber vier Stück ist schon viel für ihn auf einmal, oder? Ja. Ja, er weiß schon. Da gibt es was Geiles. Ich schmeck's ihm das schon. Ja? Wenn man mit einer Gabel, das muss ja geschlagen werden. Runter ist ja nicht so geil. Ich habe in einem anderen Vlog gesehen, es gibt auch wie so eine Zahnpasta. No. Ab auf deinen Platz. Smurfy, warte, so ist fein. Wie in der Zahnpastatube gibt es auch sowas wie Eischnee, fertig schon. Aber ich habe es nicht gefunden, deswegen das. Und jetzt riecht alles nach Ei und das ist schon etwas ekelhaft für uns. Findest du das auch ekelhaft? Ja, also ich rieche das nicht, aber ich finde es schon hier ekelhaft. Aber naja, alles für den Eischnee. So, und das ist unser neuer Mixer. Tada! Wir hatten ja keinen, weil der verschimmelt war, der andere, in der Schimmelküche. Jetzt haben wir hier einen. Ob er das mag? Was eine Frage. Ihm stinkt's. Umso mehr es stinkt, umso toller findet er es. Und das könnte ich für Smurfys ASMR-Kanal machen. Kannst du mir das schicken, das Video? Ja, kann ich machen. Smurfy hat einen ASMR-Kanal. Ich will aber einen machen. Ah, okay. Ganz flüssig. Vielleicht damit einfach versuchen. Fail des Tages. Wir sind zu doof, Eischnee zu machen. Ja, morgen gehen wir einkaufen und dann gucke ich nochmal bei Kaufland, ob die dieses Eischnee in der Paste haben. Und wenn nicht, dann hole ich Eier. Und dann versuchen wir es nochmal. Keine Ahnung, was der Fehler jetzt war. Keine Ahnung, was der Fehler war. Kein Lebkuchenhaus. Kein Lebkuchenhaus. Wir sind zu doof. Smurfy, ab auf deinen Platz jetzt. Du brauchst nicht Spülmaschine spielen. Ab! Olivenöl ist da hinten. Genau. So, bei uns gibt es gleich Abendbrot. Calvino hat noch mal Reste mit 3 Fleischbällchen sind noch übrig. Nudeln, ein bisschen Ziehkäse und Olivenöl. Können wir ja den Teller ruhig nochmal nehmen, oder? Willst du das drauf machen oder soll ich das drauf machen? Ist mir egal, mach du ruhig.
Okay. Dann warten wir nur noch auf Bernd und dann können wir gleich reinhauen. Oh, Olivenöl ist aber auch lecker, ne? Ja. Jetzt kann es schnell gehen, da rennt sich selbst um. Guten Morgen, meine Lieben. Ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, also ihr habt ja gemerkt, im Laufe des Tages ging es mir wieder besser gestern und gestern Abend nicht mehr so. Deswegen ja, habe ich nicht mehr weitergebloggt. Tut mir leid. Und dann kam gestern noch die Nachricht, dass Sachsen, glaube ich, jetzt ab Montag wieder den kompletten Lockdown hat. Also alles zu. Außer halt Dinge des täglichen Bedarfs. Und ich habe euch gestern in dem Video schon erzählt, dass halt ja mein Nagelstudio ruiniert ist quasi durch dieses ganze Gedöns, was zurzeit los ist. Und natürlich, ja, wir haben noch den Laden, den Einzelhandel. Und wenn wir da auch schließen müssen, also so langsam hat man auch einfach keine Lust mehr, ne? Dieses Aufmachen, Zumachen, immer bangen. Ja. Zu viel kann man ja auch immer hier nicht erzählen, so öffentlich. Ich habe einen Telegram-Account gemacht. Ich blicke da total nicht durch. Das ist für mich so wie Instagram, so total böhmische Dörfer. Ich habe jedenfalls einen Kanal da gemacht, der heißt Die Michaela und dann YT. Ich blende euch das hier mal ein. Also für die, die da Lust haben, da kann man ja wohl irgendwie besser schreiben, wurde gesagt, da wird nicht so, ja, ihr wisst schon. Und naja, jedenfalls habe ich gestern Abend dann halt auch nachgedacht, wann endlich wieder alles normal wird. Also normal, dass man nicht so, ach, eingeschränkt lebt und fürchterlich. Wahrscheinlich liegt das auch einfach an der Schwangerschaft und an den Hormonen, dass ich so nah am Wasser gebaut bin. Ich war jedenfalls gestern Abend ziemlich traurig und fertig und habe gedacht, boah, ey, wenn meine Mama das noch alles miterleben könnte, was hier abgeht zurzeit. Ja, naja. Ich bin gespannt, wer von euch nach Telegram kommt. Einige haben mir das schon mal geschrieben, dass es da besser ist zu kommunizieren als hier. Ja. Ich weiß es auch nicht, Leute. So ein Mist. Und dann sagt man immer so, ja, die machen das bestimmt nicht wieder. Alles zumachen und so, das wäre ja totaler Wahnsinn und so. Oder ach, die machen bestimmt keine Impfpflicht für einen Impfstoff, der nicht richtig erprobt ist. Aber wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir alle nur noch mit einer Maske draußen rumlaufen? Oh Mann. Ja, ich bin einfach nur froh, wenn... Also ich bin so voller Sorge halt mit dem Baby, ne? Dass es einfach jetzt... Im Geburtshaus, wir haben heute wieder Termine im Geburtshaus und die haben gesagt, wenn das halt so über 2,5 Kilo wiegt und ungefähr 36. Schwangerschaftswoche erreicht hat, dann kann ich da entbinden. Und wenn ich das erreicht habe, diese Ziele, und dann da entbunden habe, dann geht es mir auch wieder besser, weil ich habe halt einfach Angst, also Angst, dass ich alleine ins Krankenhaus muss, ne? Dass ich da alleine entbinden muss. Also, was weiß ich, oder Kaiserschnitt, dass einer gemacht werden muss, warum auch immer, und ich dann da alleine bin. Das sind halt so voll viele Gedanken, ne? Dann habe ich zum Bernd gesagt, zum Beispiel nach der Entbindung, wenn irgendwas mit mir ist im Geburtshaus, dass ich genäht werden muss oder so, dass sie das nicht da machen können, dass das zu viel ist oder so, dass ich ins Krankenhaus muss, soll er die Kleine behalten, bei sich behalten und aufpassen, weil ich könnte im Krankenhaus ja, wenn ich in OP muss oder so, eh nicht drauf aufpassen, dass er die halt bei sich behält und so. Und das sind alles so Gedanken, die mir die ganze Zeit durch den Kopf gehen. Und dass diese ganze Situation im Moment, die so ist
in Deutschland macht mich halt so nachdenklich. Und man kann nicht mal sagen, ach, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganzen Regulierungen und dies und das. Wir gehen jetzt woanders hin. Es ist überall, es ist überall. Ja. Ja, ich werde jetzt das Video beenden hier und mich fertig machen und dann den neuen Vlog beenden. Anfangen, den neuen Vlog beenden. Den hier beenden und den neuen anfangen. Ja, mal gucken, wie viel ich drin lassen kann von dem, was ich erzählt habe. Wahrscheinlich werdet ihr mehrere Schnitte gesehen haben, weil ich zu viel gesagt habe. Und ich will auch nicht, dass der Kanal hier gelöscht wird. Irgendwann wird es wahrscheinlich eh egal. Ich bin gespannt, wen ich bei Telegram sehe. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Tschüss.